Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen wieder beim Moped Sport. Heute kann ich euch endlich mal wieder ein Moped vorstellen. Und zwar diesmal eine KTM 80 PL von 1984, die wassergekühlte Version. Mit ja, Zentralfederbein, Kettenkasten hinten, Scheibenbremse, Magnesiumfelgen. Und das war ja immer unser Geschwindigkeitsreferenzmodell. In den Test lief die ja immer nur 82. Diese hier wird deutlich schneller laufen, weil die einen 95 Kubik Zündabkolben mittlerweile intus hat. Wir schauen uns hier mal die Armaturen an. 20.058 Kilometer hat die Maschine gelaufen. Wollen mal gucken, ob sie startet. Ein Tritt. Sachsmotor typisch. Mit dem Sebring-Auspuff hinten. Schönes, seltenes Modell. Und die gehört auch dem Jörg aus Hagen. Der hat die auch mehr oder weniger aufgebaut und zusammengeschraubt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.